gestatten, Robby. Ein kleiner Roboter macht sich auf den Weg durch Geras größten Stadtteil Lusan. Aufmerksam beobachtet von seinen Eltern aus der Hochschule Schmalkalden. In Gera soll er schon bald Lebensmittel nach Hause liefern. Dafür muss er allerdings noch einiges lernen. Wie groß muss denn Abstand zwischen Roboter und Fußgänger sein? Wie schnell darf der fahren? Braucht er eine Hupe? Braucht er einen Blinker? Wie soll er sich bemerkbar machen? All das sind Themen, die wir dann perspektivisch angehen wollen. Jekaterina und Tarun Kuma haben Robby mitentwickelt. Die Idee kam von TAG Wohnen, dem größten Vermieter in Lusan. Hier gibt es viele Senioren und die sollen möglichst lange selbstbestimmt in ihren Wohnungen leben. Beim Projekt Robby kooperiert die TAG mit der Stadt Gera, sozialen Partnern und dem Seniorenbeirat. Hat auf alle Fälle Zukunft und vor allen Dingen hier Hausen in dem Gebiet Lusan sehe ich erstmal großes Potenzial. Was im Supermarkt gesammelt und verschickt wird, bestellen die Senioren im Begegnungszentrum Eichenhof mit einem Tablet. Isabel Sander hilft, bei älteren Menschen Berührungsängste vor der Technik abzubauen. Wir führen die Senioren schon an diese Technik etwas ran, das heißt, wir begleiten die an diesen Geräten. Damit Robby auf seiner Fahrt durch Lusan nicht umfällt, haben sie hier in den letzten Wochen Bordsteinkanten abgesenkt und Stolperstellen entfernt. Seinen Weg findet der Roboter mit Hilfe von GPS, Kameras und Sensoren. Die Hochschule Schmalkalden will in Gera vor allem die Technologie testen. Später könnte die Technik Made in Thüringen bei großen Online-Händlern wie Amazon zum Einsatz kommen. Und auch die TAG Wohnen hat schon Pläne über die Lebensmittel hinaus. Was man sich gut vorstellen könnte, zwischen den Mietern, dass eventuell mal was geliefert werden kann. Das ist aber zwar sehr zukunftsweisend, aber man muss ja schon ein bisschen drüber nachdenken, was alles so werden könnte. Zuerst muss Robby aber als Lebensmittellieferant überzeugen. Anfang September soll es soweit sein.